So, ja, da sind wir auch wieder und ich hier schön mit meinem Kaffee hier unterwegs. Es geht morgen schlafen. Wie habe ich nicht gerade schon wieder gepennt hier irgendwie? Ich bin die ganze Zeit nur am Pennen hier, glaube ich. Aber es ist wie im wirklichen Leben, da penne ich auch immer die ganze Zeit. So, ja, machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Mit, was wollten wir eigentlich machen? Ach so, die Wände da wollten wir weitermachen. Und wo war da Problem? Gab kein Problem. Hey, Minecraft war ohne Probleme, cool. So, hallo Spinne. So, hier waren wir ja schon, da hinten waren wir auch schon. Das heißt, wir können jetzt da hinten an der anderen Ecke weitermachen. Dann jump ich da mal eben drüber. Ui, jetzt zischelt mir die Spinne ins Ohr. Nämlich hier zum Beispiel. Machen wir einfach mal hier so weiter. Das bietet sich gerade so an, weil da Erde ist. Die kann ich so wegnehmen. Klasse. So. Zack. Zack. Klasse. Ja, wunderbar. Ja, ich finde, es sieht auch wesentlich schöner aus, als wenn wir das nicht machen würden, weil das hier mit Erde oder so, das sieht ja aus wie Kraut und Rüben und das ist ein neuer Bunker halt, sagen wir, ne? Und deswegen passt das schon. Und ich sehe gerade, ich glaube, das Andesit oder ist das? Ja. So. Ja, die Fackel da, die kann jetzt übrigens weg, glaube ich. Brauchen wir da nicht mehr. Dann können wir nämlich auch mal mit der Illuminierung, also mit den Lampen hier mal ein bisschen weitermachen. Mit den Fackeln. So, aber ich würde sagen, die verbrauchen wir noch, die ganzen Stecken. So, das geht ja eigentlich auch recht schnell. Und sieht wirklich gut aus. Das passt irgendwie zu der Versorgungsetage hier, finde ich. Macht einen guten Eindruck. Lalalala. Wollte ich das nicht im Speed-Modus machen? Jetzt bin ich ja schon wieder hier nicht im Speed-Modus dran. Meine Güte, nee. Warum nicht? Ja, ist egal. Habe ich keine Lust, das hier zu unterbrechen. Noch nicht. Ich will das hier irgendwie. Gerade so gemütlich hier finde ich so lustig. Bauen und so. Ich genieße das auch richtig, dass das hier alles so toll funktioniert. Ich bin wirklich schon fast am Überlegen, ob ich vielleicht auch in dieser Aufnahmeseason schon mal so zu Testzwecken mal schon den polierten Andesit dort oben einfach mal so hinpacke. Bin mir fast so am Überlegen, ob ich das mal eine Runde mache. So. Okay. Ja, hier jetzt auch. An der Ecke. Ist ja die Ecke vom Treppenhaus. Hier hatte ich mir schon fast überlegt. Wobei, eigentlich wollte ich hier was anderes. Ja, ich wollte hier eigentlich. Ja, das ist jetzt fraglich, weil ich wollte hier ein bisschen was Experimentelles mit einbauen. Na egal. Ob es jetzt eine Verschwendung ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Wobei, das lässt mir jetzt gerade keine Ruhe, weil ich bin wirklich am Überlegen. Ja, das war falsch. Lalalala. So, na, wir werden erstmal hier mit dem Holz weitermachen. So. Ja, weil ich wollte nämlich was Experimentelles. Ihr wisst es noch aus dem einen Let's Play Nummer 3, was ich angefangen hatte, was ja momentan noch auf Eis gelegt ist. Da habe ich ja auch so eine Art, ja, kleinen Wasserlauf reingebracht in den Acker selbst. Ich finde immer, das sieht ganz schön aus und es macht die ganze Sache so ein bisschen lebendiger. Und das wollte ich ganz gerne hier in dem Bunker auch irgendwie mit einbringen, weil ich das einfach so klasse fand, weil das irgendwie cool aussieht. Und auch so schön plätschert dann, wenn man da langläuft. Das Problem ist einfach nur hier wegen dem Treppenhaus, deswegen habe ich gerade überlegt, weil das natürlich keine gerade Wand ist, sondern so kantig. Und ich wollte natürlich schon, ihr wisst ja, ich bin ja da geizig, jetzt nicht Platz verschwenden. Wobei wir diesen Platz hier hinten wahrscheinlich eh niemals brauchen werden, weil aus welchem Grund, was sollte man jetzt hier noch hinbauen? Außer vielleicht ein Crafting-Table und einen Ofen oder sonstiges. Aber man hätte das auch, wie gesagt, wegnehmen können. Ja, ich hätte jetzt das komplett hier alles noch wegnehmen können, weil das wird hier unten eigentlich gar nicht benötigt, das Treppenhaus, weil wir einen ganz anderen Zugang haben. Nur, ja, ich habe es halt jetzt gelassen, weil, mein Gott, weil ich wollte dann irgendwie, dass auch alle Ecken gleich aussehen, halt symmetrisch und so. Deswegen. Aber na, mal gucken, mal schauen. Ich werde da gleich mal gucken, was man da machen kann. Weil aus Holz hatte ich das ja auch gehabt.
wenn mich das nicht alles täuscht. Hier müssen wir eh noch ein bisschen was machen. So. Das ist ja nämlich Treppenhaus hier, diese Kante hier drin. Und hier war ja diese unendliche Wasserquelle, ne? Ja. Genau. So, dann nehmen wir den noch weg. Und dann machen wir den da erstmal wieder hin. Und hier kommt jetzt im Prinzip wieder die Geschichte mit dem Steinziegel. So. Genau. Ja, ich gucke mir das gleich mal an. Ich kann es ja vorbauen erstmal mit Erde, um mal zu gucken, wie das ausschaut. Wie wir das hinkriegen. Ich denke mal, das ist ein kleineres Problem. Das sollte man recht schnell auch hinkriegen. Müssen wir nur gucken, dass das alles halt auf einer Linie ist. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Bedenken macht. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was ich meine, weil ich mich wieder total ungünstig ausdrücken tue. Ja, so ist das immer, wenn man Wortfindungsstörungen hat. So. Und hier. Ja, ich werde jetzt hier die Wand noch fertig machen und dann gucke ich mir mal das an, also irgendwie wir das hinkriegen. Da bräuchte ich ja dann nur einen Wassereimer. Hoch, jetzt ist das hier kaputt. So. So. Habe ich noch eine? Ja, na siehst du, gutes Equipment hier. Voll ausgestattet ist er. So, und damit wäre diese Geschichte dann auch erstmal fertig. So. Na, ist auch klasse. So, dann zieht sich das jetzt dahin. So, wie wollte ich denn das machen? Also, warte mal, habe ich hier Erde irgendwie? Gib mir mal Erde. So. Hier sehe ich übrigens gerade, das können wir so machen. Ja, also angenommen, ich würde gerne so einen Wasserlauf haben. So, das heißt ja, dass hier und hier eine Wand sein müsste. Und natürlich auch da drüber. Und hier würde ja dann das Wasser dann da rauskleckern, ne? Genau. Das heißt also, hier müsste dann auch noch einer hin. So würde das dann aussehen. Und das Ganze natürlich, das kann man allerdings dann, ja gut, dann könnte man hier hinten so eine Stufe machen. Weil doch, das würde gehen. So, dann hättest du hier im Prinzip dann so eine Wand und dir hinten, ja, was ist das dann? Ein Technikraum oder? Ich weiß nicht. Wie sieht denn das dann aus, wenn dann hier nur so eine... Sieht das gut aus? Ich weiß nicht. Ich bin da noch so ein bisschen... Ne, das wäre ja dann so. Das ist ja immer so eine Puppel sozusagen. Na gut, hier könnte man dann so lang, das würde noch gehen. So, der nächste wäre ja dann hier. So. Und so. Und der nächste wäre dann hier. Das gucke ich mir mal an, wie das dann von der anderen Seite aussieht. Nicht, dass ich hier irgendwie sowas Abstraktes dann da aufbaue. Und nachher sieht das dann total scheiße aus. Hm. Ja, das ist halt dann... Ja, und dann könnte man ja hier sowas dann auch bauen. Das wäre dann ja auch so. So. Huch. Und dann müsste man daneben aber... Der wäre ja dann zu, der wäre dann hier. Der wäre dann hier. So. Ja, das wäre dann... Würde dann so aussehen. Ja, dann könnte man ja hier vielleicht so Glas machen oder so. Ach doch, das könnte ich mir vielleicht auch ganz gut vorstellen. Und dann macht man das hier einfach aus Glas oder irgendwie... Ja, man kann ja erstmal bis hierhin arbeiten und dann... Ach doch, das könnte ich mir doch ganz gut vorstellen. Das würde funktionieren. Das ist nur die Frage, aus was für ein Material macht man das, ne? Will man das aus Holz machen oder will man das auch aus diesen... Eigentlich, glaube ich, sieht das aus diesem Stein... Ich guck mal eben von der anderen Seite, wie das aussieht. Kann ich hier nicht über den Acker laufen? Ja, doch klar. Mal hier so mal so stehen und dann... Ach doch, ich glaube, das mag ganz gut aussehen. Aber nicht aus Erde. Das würde ich dann gerne auch aus Stein haben wollen. Das heißt, aus diesem Stein. So. Da kann man dann überall noch Fackeln ran machen.
mal gucken. Ja, das sieht doch, das sieht gut aus. Das gibt so einen schönen 3D-Effekt. Ja, und hier hinten finde ich das eigentlich dann auch ganz gut, wenn wir das dann so machen. Genau. Prima, okay, dann machen wir das so. Problem schon gelöst. Sieht gut aus so. Zack. Zack. So. Und so. Jetzt hier natürlich. So. So. Ja, hier müssen wir dann halt so eine kleine Stufe bauen. Das können wir gleich mal probieren, wie das aussieht. Und dann passt das auch. So, ist da hinten noch? Nämlich hier. Und dann haben wir das Problem auch. Das wäre jetzt eigentlich mehr so ein, ja, Designproblem gewesen, wenn wir es wollen, ne? So. Okay. Hierhin. Dahin. Dahin. So. Hier jetzt hin. Dahin. Dahin. Ah ja, die Kohle. Ich weiß. So. Dahin. Erst hat er keine Kohle und dann lässt er so liegen. So, klasse. Haben wir das auch hinbekommen. Hier können wir übrigens wirklich mal auch anfangen mit dem Bruchstein. Das hier auch wirklich lang zu ziehen, weil hier ist definitiv... Können wir das hier schon verschließen, weil da kommen Fackeln hin, da brauche ich keinen Glowstone. Dann kann man das hier auch nochmal schnell verschließen. Was wir haben, haben wir. So. Zack. Ja, dann bräuchte ich mal einen Eimer. Müsste ich mir mal einen Eimer holen. War in der Ender-Chest eigentlich ein Eimer drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Huch. Naja. Doppelte Wandverstärkung, ne? So, ja, so, prima. Zack, zack, zack. So. Aha, die sind jetzt alle. Da habe ich aber noch welche. Dann haben wir nämlich die Reihe auch fertig gezogen. Es nimmt langsam wirklich Form an. Also wenn wir mal sehen, was wir schon alles geschafft haben hier. Klasse. So. 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 Und so. Naja, und hier ziehen wir sie dann halt so rüber halt, ne? So. Klasse. Ne? So. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, dann brauchen wir jetzt so eine Art Eimer. Dass wir uns da das Wasser quasi dann da befüllen können. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da in der Ender-Chest ein Eimer drin ist. Deswegen hole ich mir hier jetzt einfach ein, weil hier müsste eigentlich einer drin sein. Und bei der Gelegenheit kann ich ja dann auch gleich mal eine Runde schlafen gehen. So. Da brubbelt aber auch schon wieder ein Zombie durch die Gegend. Zack, guten Morgen. War da jetzt ein Eimer drin? Ja, hier ist ein Eimer mit Lava drin. Ja, der nützt uns nicht, weil Lava wollen wir ja nicht. Vielleicht dann da unten. So. Und irgendwo noch ein Eimerchen für mich hier sein, oder? Eimer. Wo sind die Eimer? Ist ein Eimer drin? Oder war hier einer drin? Da ist ein Eimer drin. Klasse. So, das nehmen wir mal weg. So. Ja, und dann werden wir es auch gleich mal aktivieren, den Wasser... Ja, genau, Wasserlauf. Ich nenne das Ding einfach mal Wasserlauf. So. Jetzt hier erstmal wieder runter. So, und dann, oh, schön, die Netherwarzen, die Pflanzen, die wachsen auch prima. So, dann würde ich sagen, fangen wir da hinten auch ruhig beim Weizen mal an. So, dann werden wir uns mal hier mal ein bisschen Wasser mal eben mopsen. Und da passiert gar nichts. So, und jetzt füllen wir das Wasser eigentlich nur hier auf. Da läuft es auch. Klasse. So, das gleiche machen wir hier. Zack. Jetzt müssen wir hier mal kurz... So... Das machen wir jetzt auf der anderen Seite natürlich auch. Da läuft es. Hier läuft es nicht. Da müssen wir es hier mal laufen lassen. Schwuppdiwupp.
Jetzt hier. Zack. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist natürlich absolut geiler Effekt noch, weil einfach das Ganze nicht so statisch aussieht, sondern einfach mit ein bisschen Bewegung und natürlich auch mit Geräusche, ne? Weil das plätschert ja dann so toll. Das ist zwar völlig überflüssig, weil das braucht man nicht dafür, dass das wächst, aber das ist wie gesagt ein cooler Effekt, den wir uns auch gleich nochmal angucken können von da hinten. Ja, und hier habe ich mir überlegt, da werde ich jetzt einfach mal, ich habe ja hier noch diese Slabs und die werde ich jetzt... Ja, das geht natürlich prima. So, und dann kommt man hier auch einfacher rüber und hier können wir so lang. Alles klar. Schwupp, schwupp, schwupp. Hier machen wir dann Holz hin. Jetzt schauen wir uns mal, wie das aussieht. Ja, nice. Das ist cool. So sieht das gut aus. Mensch, könnte man ja fast einen Screenshot von machen. Prima. Ja, und der Boden, das ist ja ganz klar. Da haben wir ja gesagt, den wollen wir ja auch aus Holz machen. Also kommt hier jetzt im Prinzip dann auch dieses Holz hier hin. Schwarzeichenholz. Als schöner Abschluss. Oh, da geht's jetzt tief runter. Warum geht's tief runter? Ja, ganz einfach, weil da unser unsere Mystery-Etage ist, wenn wir es so wollen. Ja, und hier kommt jetzt dann auch dieses Holz dahin. So. Klasse. Hier natürlich genauso. Ja, das nimmt hier langsam Formen an. Da kann man sagen, was man will. Das wird. Das nimmt hier Gestalt an. Prima. So, ja. Ich bin ja mal gespannt. Übrigens auf die Version 1.9, die ja rauskommen soll. Da wurden ja jetzt einige Details zum Zeitpunkt der Aufnahme, das muss ich ja immer wieder mal betonen, bekannt. Nämlich zum Beispiel ein neuer Block. Der sieht dann so ein bisschen bräunlich aus. Und da wird da jetzt auch fleißig rumgerätselt, was das eigentlich sein kann. Was ist das für ein Block? Also ich selber weiß es nicht. Also ich kann mir da auch nichts drunter vorstellen. Ist das jetzt so Glut gewesen oder so? Oder hat das was mit einem neuen Gegner zu tun? Also da wird viel rumgerätselt. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ich lasse mich da einfach mal so überraschen. Würde mich aber freuen, wenn in der 1.9er Version, wie gesagt, die ja ein paar neue Blöcke wieder dazukommen. Und ich betone das nochmal. Und noch viel mehr würde ich mich freuen, wenn neue Biome dazu kommen würden. Das würde ich richtig geil finden. Wie gesagt, ich warte immer noch auf den Vulkan und ich warte immer noch auf die Südseeinsel. Da hätte ich so richtig Bock drauf, irgendwie so mit Palmen und so. Neue Fische sollen, glaube ich, ja auch kommen. Roter Hering soll dazu kommen in der 1.9er Version. Und da bin ich mal gespannt, weil jetzt die letzten Minecraft-Updates, die gingen ja doch recht zügig. Also von der Version 1.8.4 bis 1.8.7, in der wir jetzt hier gerade aktuell spielen, ist ja doch recht wenig Zeit vergangen, also das war ja doch irgendwie recht kurze Abstände, wenn man mal überlegt, wie lange das gedauert hat, von der Version 1.9 zu der 1.10 zu kommen, also das war 1.7.10, also das war schon ein bisschen länger halt, ne, fand ich jetzt so, also. Naja, die Kohle nehmen wir natürlich mit. Jetzt holen wir sie uns. So. Okay. Ich mach erstmal bis hier hin. Jetzt eh nicht reichen, schätze ich mal. Da muss ich dann nochmal neue Wooden Planks holen. Zum Glück haben wir hier gerade so ein, ja, Rawfeed Forest Biom. Dichter Wald. Soll ich die noch mitnehmen? Oder kommt das Wasser mir entgegen? Nö. Klasse. Ja, brauche ich ja nur hier eigentlich. Zack. So, das kann ja so bleiben. Ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, die Kohle lasse ich jetzt da aber liegen. Da bin ich zu faul für, Dave. Ja, ich warte ja mal, bis der Dave auch anfängt hier. Also, ja, wer das noch nicht weiß, der Dave 1988. Dave 1988, das ist ein, ja, guter Kumpel von mir. Auch wir haben uns kennengelernt über die Filme. Und er konnte ja mit Minecraft so auch gar nichts anfangen erst. Und ich habe ihn ja dann mal so ein bisschen überzeugen können oder auch überreden können. Und jetzt zockt er da auch und... Ja, würde mich natürlich riesig freuen, wenn er auch mal so ein LP hier mal machen würde oder ein Let's Build oder so. Der spielt allerdings nicht auf dem PC, sondern, glaube ich, auf Konsole. Und,
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da aufnehmen kann, aber anscheinend ja schon, weil ich habe ja schon Let's Player gesehen, die das auch gemacht haben. Das wäre doch lustig so. Oder Dave, hier, machst du auch mal ein bisschen aufnehmen hier? Machst du auch so einen lustigen Kanal auf? Und dann schreibe ich dir mal in die Kommentare, Dave, da liegt noch Kohle. So. So, jetzt brauche ich aber tatsächlich mal neues Holz. Also ab nach oben. Cool. Also ich glaube, das können wir alles komplett hier aus Holz machen. Also ich brauche da jede Menge Holz jetzt erstmal noch. Und das Ganze nimmt wirklich Gestalt hier an. So, ich glaube aber, ich werde dieses jetzt hier... Also eigentlich wollte ich ja schon längst in die Speed-Folge gehen. Genau, wir machen das jetzt auch so. Ich wollte ja schon längst in die Speed-Folge gehen. Aber ihr seht ja jetzt, was jetzt hier passiert. Also wir ziehen jetzt da hinten... Da sehen wir es, das, ich habe leider jetzt kein Optifine drauf. Also hinten das Dach im Prinzip, das wird sich dann jetzt hier vorne dann treffen. Das ziehe ich jetzt erstmal noch lang. Werde die Abstände alle ausmessen und dann werde ich den ganzen Boden hier verkleiden. Aber das werde ich jetzt, wie gesagt, offscreen machen, weil das kennt ihr ja jetzt. Ihr habt gesehen, wie das funktioniert. Es passiert jetzt wirklich nichts Aufregendes, was ihr verpassen könntet. Deswegen, ich werde jetzt hier nur noch das Dach fertig ziehen, dass die Etage hier mal fertig wird. Den Boden machen, schön aus Wooden Planks. Die hole ich mir gleich unten aus den Truhen. Und räumen halt ein bisschen auf, die ganzen Truhen sortieren und so, werde die Wand hier noch fertig ziehen. Und dann schalte ich euch wieder ein, allerdings dann erst nächste Woche wieder. Für euch, für mich ist es nächste Woche, wo ich mich einblende, weil ich habe wieder eine Woche zu tun. Und ich nehme ja, wie gesagt, immer im Voraus auf. Und für euch ist es natürlich hoffentlich so, dass es mit dem Rendern alles klappt, dass ihr weiterhin jeden Tag eine Folge habt. Und dann haben wir, glaube ich, endlich diese Etage fertig. Ich will versuchen, das hinzubekommen jetzt hier offscreen und werde das hier alles jetzt im Laufe der Woche fertig bauen, sodass wir den Boden haben und die Wände und hier die Decke schon. Und sobald das hier dann fertig ist, blende ich euch, wie gesagt, wieder ein. Und dann kümmern wir uns dann auch schon um die Fassade weiter. Das heißt, dann geht's wieder hoch hinaus und dann werden wir mal gucken, dass wir diese Wand hier komplett fertig bekommen und diese Wand komplett fertig bekommen, sodass wir diese offen lassen und hier die Hälfte offen lassen, um im Prinzip jetzt noch die Kühe da reinzuholen. Ja, und die anderen Tiere. Da werde ich mir dann noch was einfallen lassen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, aber an dieser Stelle beende ich jetzt die Aufnahme. Ich stelle mich hier wieder obligatorisch neben mein Bett, ne? Bedanke mich fürs Zuschauen für diese Aufnahme-Season. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonnieren nicht vergessen, falls ich hier euch unterhalten konnte, mit Minecraft vielleicht ein bisschen faszinieren konnte. Ja, ich finde das immer wieder, wie gesagt, toll, dass die Minecraft-Community so cool miteinander auch umgeht. Das finde ich einfach nice. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder mit Game Gespenst und Let's Build Bunkerwelten. Bis dann, Leute. Ciao.